Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Mia Cornelio, ich bin freiberufliche Lektorin und Autorin und auf diesem Kanal nehme ich euch mit in die Buchbranche und alles, was damit zu tun hat. Mir wird sehr oft von euch in den Kommentaren die Frage gestellt, was man macht, wenn man viel Geld in eine Buchveröffentlichung, Self-Publishing investiert und sich das Buch dann nicht rentiert und was man dagegen tun kann und dann ist das Geld hier in den Sand gesetzt und verschwendet. Es hat damit zu tun gehabt, dass ich ja auch mal ein Video dazu gemacht habe, wie teuer ungefähr eine Veröffentlichung Self-Publishing ist. Und es ist Pi mal Daumen 3.000 Euro, also für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Dienstleistungen ihr bucht, also wie teuer diese Dienstleistungen sind, wie lang euer Buch ist vor allem, und ob ihr noch zusätzliche Sachen bucht etc. Und aber so Pi mal Daumen ist so die Faustregel 3.000 Euro für eine Buchveröffentlichung Self-Publishing. Und es ist natürlich klar, dass es sehr, sehr viel Geld ist. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Und ich möchte direkt auch vorab an dieser Stelle sagen, dieses Video, das richtet sich an Autoren, die in Self-Publishing gehen mit der Absicht, einen wirtschaftlichen Profit daraus zu ziehen. Also die das wirklich als Berufszweig anstreben, entweder nebenberuflich oder hauptberuflich, das ist egal, aber die wirklich auch finanzielle Absichten damit haben. Es gibt natürlich auch Autoren, die sagen, hey, mir ist egal, wie teuer das ist und mir ist auch egal, ob sie sich das verkauft, ich möchte das einfach nur rausbringen, aber so gut wie möglich, die gibt es natürlich auch. Und ja, aber ich spreche generell nicht die Autoren an, die sagen, oh, ich möchte einfach nur ein Buch rausbringen und ich kann mir das aber alles nicht leisten oder ich möchte es mir nicht leisten und ich habe damit ja gar keine finanziellen Absichten, sondern mache das nur aus Leidenschaft und es ist mir auch egal, ob das Buch qualitativ hochwertig ist oder nicht, Hauptsache veröffentlichen. Und das ist auch legitim, wenn man das so sieht, aber diese Leute spreche ich nicht an. Ich spreche wirklich die Leute an, die sagen, ich möchte damit Geld verdienen und das auch weiterhin verfolgen. Weil ganz im Ernst, wenn ihr sagt, hey, ich möchte einfach nur einmalig ein Buch rausbringen und der Rest ist mir scheißegal, dann müsst ihr auch keine 3.000 Euro für eine Buchveröffentlichung ausgeben. Also es sei denn, ihr seid jetzt irgendwie Liebhaber und ihr investiert das gerne und dann ist das quasi wie ein sehr teures Hobby. So, das ist wieder was anderes. Aber wenn ihr sagt so, hey, ich struggle finanziell, ich kann mir das gar nicht leisten und ich habe da gar keine tieferen Ambitionen hinter, dann ist das Geld, also dann müsst ihr das Geld wirklich nicht investieren. Das möchte ich halt nur vorab sagen. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen, die können alle abschalten, bevor sie dumme Kommentare schreiben. Dankeschön. So, wo fange ich an? Also, ich sage immer, Bücher sind ein Produkt. Natürlich sind Bücher auch Kunst und wenn ein Autor ein Buch schreibt, dann schafft er ein eigenes künstlerisches Werk und hat daran Urheberrecht und es ist geistiges Eigentum und es ist Kunst und bla. Aber gleichzeitig, und das ist halt das Besondere an Büchern, was sich ja zum Beispiel jetzt von Bildmalerei unterscheidet, Bücher sind gleichzeitig auch ein kommerzielles Produkt. Und sobald das Buch den sicheren Hafen des Autors verlässt und in den Veröffentlichungsprozess tritt, also vom Lektor bearbeitet wird und vielleicht noch von einem externen Korrektor oder noch weiter vom Lektor, ist egal, vom Buchset, also sowohl Self-Publishing als auch Verlag, das ist dieselbe Chose, aber sobald das halt von externen Leuten begutachtet und auseinandergenommen und feingeschliffen wird, wird es ein Produkt. Und es wird mit dem Auge drauf geschaut, wie verkauft sich das Buch am besten, wie muss das Buch sein, damit es sich am besten verkauft. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man das Buch ändern muss, damit es dem Mainstream entspricht, aber es gibt halt so gewisse Anforderungen, was die Stilistik betrifft, was die Qualität betrifft, was die Optik betrifft, die halt einfach stimmen müssen, damit das Buch kommerziell erfolgreich wird. Und das ist dann eben der große Unterschied zwischen Leuten, die auf alle Regeln scheißen und sagen, mein Buch ist Kunst und das bleibt doch Kunst und ich möchte damit kein Geld verdienen. Okay, aber ich spreche halt die Sparte an, die das kommerzielle Produkt umfasst. Und wenn man ein Produkt erschafft, generell, egal welches, wenn man jetzt ein Auto baut, dann muss man ja auch erstmal in dieses Produkt investieren, um dieses Produkt kreieren zu können. Also man braucht dann Leute, also man braucht dann Ingenieure, man braucht Mechaniker, man braucht die Teile, also Produktkosten. Also es sind ja viele Dinge, die erstmal
angeschafft werden müssen, damit das Produkt am Ende so auf den Markt kommen kann. Und natürlich ist es bei einem Buch ein bisschen anders, weil man verfasst ja das Produkt in Eigenregie, aber man braucht dann halt eben Leute, die das Buch dann wirklich zu einem kommerziellen Produkt machen. Und dafür braucht man dann eben diese Dienstleister wie Buchsetzer, Lektoren, Coverdesigner. Und man muss natürlich dann auch in die Druckkosten investieren, je nachdem, ob man Print on Demand macht oder Auflagendruck, ist es ja auch egal. Aber es fallen Kosten an, immer um ein Produkt zu kreieren. Und natürlich können diese Kosten variieren. Aber wenn man schon sagt, okay, ich nehme Geld in die Hand, um mein Buch so qualitativ hochwertig wie möglich zu machen, dann sollte man auch nicht geizig sein und dann an den falschen Stellen sparen, weil dann landet ihr dann im schlimmsten Fall bei einem beschissenen Dienstleister und dann müsst ihr Lehrgeld zahlen. Und ich hab da schon alles Mögliche miterlebt bei Autoren, also entweder bei meinen eigenen Kunden oder bei Kollegen, Freunden. Es ist, Self-Publishing generell, es ist eine Investition. Das heißt, ihr investiert Geld in ein Produkt und ihr hofft, mit diesem Produkt erstmal natürlich die Kosten wieder reinzuspielen und natürlich irgendwann auch Gewinn zu machen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet Autor sein, also selbst auch wenn man Autor bei einem Verlag ist, dann ist man auch ein Freiberufler, also man wird dann quasi zu einem Unternehmen. Und im Self-Publishing ist das nochmal eine Spur mehr, dann ist man zwar auch Freiberufler, also es ist quasi dieselbe Kategorie, aber man hat natürlich alle Kosten und das hat dann nochmal einen ganz anderen unternehmerischen Mehrwert, als wenn man sich jetzt nur freiberuflich meldet und dann für einen Verlag schreibt und vom Verlag Geld bekommt. So. Also man muss sich die Dienstleister auswählen, man muss alles selbst tragen, man muss selber, also Marketing muss man auch beim Verlag machen, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also es ist viel mehr Verantwortung und deswegen ist es auch super wichtig, dass wenn man sagt, okay, ich möchte mein Buch im Self-Publishing veröffentlichen, dass man dieses unternehmerische Ding halt auch dazu sagen, ich schreibe nicht nur Bücher, sondern ich bin jetzt auch ein Unternehmen. Jetzt war man ein Kleinunternehmen, aber man ist ein Unternehmen, ein Einzelunternehmen. Und das vergessen halt super viele, was das halt für ein großer Schritt ist, ins Self-Publishing zu gehen. Und dieses Mindset muss man halt haben. Und man muss dieses Mindset haben, okay, ich investiere jetzt in dieses Produkt und hoffe und werde alles dafür tun, dass ich das Geld wieder reinbekomme. Und ich habe ja auch mal ein Video dazu gemacht, was tun, wenn die Buchveröffentlichung scheitert. Denn egal, man kann auch alles Mögliche machen und das kann trotzdem nicht genug sein, weil man vielleicht unlucky ist, weil gerade der Zeitpunkt für dieses Buch nicht gekommen ist, weil es nicht in den Zeitgeist passt, weil es nicht im Trend ist. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Faktoren. Also es kann immer passieren, dass ein Buch aus unterschiedlichen Gründen floppt, auch wenn man alles Erdenkliche tut. Dann darf man aber nicht den Kopf in den Sand stecken und muss das analysieren. So, was ist falsch gelaufen? Man findet immer den Grund, warum es gescheitert ist und dann muss man das beim nächsten Mal besser machen. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man sagt, ich möchte Bücher professionell veröffentlichen und damit Geld machen, dann reicht es nicht, nur ein Buch zu veröffentlichen. Also die wenigsten landen mit dem ersten Buch und dem ersten und einzigen Buch ein Bestseller. Also Bücher sind wirklich eine ganz besondere Sache, was so verkaufstechnisch und diese ganze Wirtschaft dahinter betrifft, denn natürlich hat ein Buch in der Regel einen Peak bei der Veröffentlichung, aber Bücher verkaufen sich in der Regel über Jahre hinweg. Deswegen werden Verlagsverträge auch in der Regel eigentlich so ab 3 Jahre aufwärts geschlossen, weil wenn du ein Buch nur ein Jahr auf dem Markt lässt und dann wieder runternimmst, das bringt halt nichts. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass du dann die Kosten wieder drin hast. Also du musst das schon dir über mehrere Jahre hin angucken, wie das Buch läuft. Und das Buch kann auch über mehrere Jahre Geld einbringen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, das Debüt von meinem Dark Romance Autorinnen-Duo MGC, das ist im November 2022 erschienen und das verkauft sich immer noch. Und wir haben jetzt März 2024. Also du bringst eine neue Veröffentlichung raus und die Leute kommen durch dein neues Buch, werden durch dein neues Buch auf dich aufmerksam und dann denken sie, aha, die haben noch andere Bücher geschrieben, also werde ich das jetzt auch noch lesen. Und das ist dann so eine Kettenreaktion und je mehr Bücher du schreibst, desto mehr Tantiemen kriegst du auch, also das summiert sich und es gibt Bücher, die besser laufen als andere und dann ein Buch trägt das andere mit, das andere verkauft sich nicht so gut, das andere aber schon und dann gleicht sich das dann halt wieder aus. Also Bücher tragen sich gegenseitig. Und das ist halt so eine riesige Maschinerie. Und deswegen kann man auch nicht nach einem Jahr sagen, okay, ich habe jetzt die Kosten nicht drin von dem Buch, ja scheiße, ich höre jetzt auf. So funktioniert Bücher veröffentlichen nicht. Das ist halt einfach so. Und bei Verlagen ist es ja auch so,
wenn die nach 5 Jahren zum Beispiel merken, okay, das Buch verkauft sich immer noch gut, dann wird der Vertrag ja auch verlängert. Und deswegen sind manche Bücher, die richtig gut laufen, auch 20, 30, was auch immer, Jahre auf dem Markt, im schlimmsten Fall, im besten Fall, bis zum Tod des Autors. Und dann werden die Urheberrechte dann vielleicht noch weiter vererbt an die Familienmitglieder und dann wird das Buch weiter veröffentlicht. Also das ist ja bei Bestsellern und sehr großen Werken der Literatur ist das ja so. Deswegen sind die auch immer noch erhältlich, weil die Verträge immer weiter verlängert werden etc. Wenn man mit diesem Mindset da dran geht, ja okay, ich habe das Geld jetzt zusammengekratzt und das Buch muss jetzt ein Erfolg werden und wenn das Buch jetzt scheitert, dann habe ich 3.000 Euro in den Wind gesetzt und dann bin ich traurig. Das ist halt nicht das Mindset, das man halt haben darf. Wenn man dieses Mindset hat, dann ist Self-Publishing nicht das Richtige für einen. Dann ist ein Verlag das Richtige für einen, wo man halt kein finanzielles Risiko hat und wo man dann einfach die Tantiemen ausbezahlt bekommt. Natürlich ist es nicht leicht, bei einem Verlag zu landen, das möchte ich auch gar nicht sagen. Aber wenn man eben diese Angst davor hat und dieses ja, also wenn man quasi vom Worst Case ausgeht und nicht dieses unternehmerische Denken hat, ich investiere jetzt und tue alles dafür und wenn das nicht klappt, dann beim nächsten Mal dann besser, dann ist Self-Publishing halt einfach nichts für einen. Und ich finde das auch schwierig dann zu sagen, wenn das Debüt jetzt zum Beispiel nicht so gut ankommt und man von den 3.000 Euro, die man investiert hat, nur 500 Euro wieder einspielt, finde ich es auch schwierig zu sagen, ja, das war jetzt rausgeschmissenes Geld. Weil warum war das rausgeschmissenes Geld? Natürlich hast du die Kosten nicht wieder drin, das verstehe ich, aber du hast dein Buch veröffentlicht, du hast ein Produkt, du hast ja trotzdem einen Erfolg, weil du dein eigenes Buch veröffentlicht hast. Und das ist ja nicht so, als hättest du jetzt Geld zum Fenster rausgeschmissen, weil du am Ende, das wäre nur zum Fenster rausgeschmissen, wenn das Buch dann am Ende nicht veröffentlicht werden würde oder wenn es unzufriedenstellend veröffentlicht worden wäre, dann könnte ich das verstehen. Aber du hast ja trotzdem etwas geschaffen und dein Ziel war es, ein Buch zu veröffentlichen. Und das ist halt nie rausgeschmissenes Geld. Deswegen, wenn ihr sagt, ihr möchtet ins Self-Publishing gehen, dann müsst ihr das auf jeden Fall aus unternehmerischer Sicht tun. Ihr müsst euch einen Plan machen, ihr müsst es bedacht rangehen und eben so, wie man ein Unternehmen gründet. Und auch dieses Mindset haben, okay, ich kreiere jetzt ein Produkt und das ist ein Investment, wo man hoffentlich das dann eben wieder rausbekommt, aber dann vielleicht auch nicht nach der ersten Veröffentlichung, sondern nach mehreren Veröffentlichungen und eben nicht dieses Mindset haben, oh mein Gott, wenn das jetzt beim ersten Mal nicht klappt und ich das Geld nicht wieder drin habe, dann ist das rausgeschmissenes Geld. Wenn ihr so denkt, dann ist das Self-Publishing einfach nicht das Richtige für euch. So ist es und dann müsst ihr euch überlegen, okay, vielleicht gehe ich zu einem Verlag, vielleicht veröffentliche ich das Buch dann trotzdem, aber dann eben nicht in so guter Qualität, weil es ist im Endeffekt eh nur ein Hobby von mir und da möchte ich auch gar nicht so viel Geld rein investieren. Also da müsst ihr dann einfach euren Weg finden. Aber ja, ich möchte keine Kommentare mehr lesen. Was ist, wenn sich mein Buch jetzt nicht verkauft und ich 3.000 Euro bezahlt habe? Weil gibt es dann eben die ganz einfache Antwort drauf, dann geht nicht ins Self-Publishing. So hart das auch klingt, aber das ist einfach die Realität. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und vielleicht auch ein bisschen in der Entscheidungsfindung helfen. Okay, was ist jetzt der richtige Weg für mich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht das ja auch ganz anders seht als ich, aber das ist jetzt einfach meine Sicht aus Erfahrungen als Autorin und vor allem auch als Dienstleister-Sicht, die mit sehr, sehr vielen Autoren schon zusammengearbeitet hat, sowohl erfolgreichen als auch nicht erfolgreichen. Und hinterlasst gerne ein Like bei dem Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!